Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Voxel Tycoon hier aus Diegem Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir haben es ja jetzt geschafft, eine weiterführende Produktion zu erstellen, die uns Eisenbarren macht. Hier werden fleißig Forschungen noch unternommen mit Eisenerz. Das dauert noch ein bisschen, da muss noch 35 Mal der Zug hin und her fahren. Ganz oft ja nicht, aber ein paar Mal fährt er noch hin und her. Aber das Eisenerz ist auch noch eine Menge vorhanden, das ist sehr gut. Das gefällt mir und hier haben wir auch schon jede Menge Eisenbarren vorrätig. Die brauchen wir später auch für die Forschung. Das ist ganz wichtig, weil wir werden hier nachher die Forschung für Manufacturing 2 machen. Das ist eigentlich gar nicht schlecht, wenn wir das hier so haben, wenn das hier so produziert wird. Momentan sieht es auch nicht aus, als wenn es überlaufen würde. Also das ist... Steht aber ziemlich viel hier. Achso, weil der jetzt da das Signal erst freigeben muss. Also wir müssen hier wahrscheinlich auch noch ein zweites Gleis parallel legen. Naja, mal gucken. Also momentan, das hilft immer sehr viel beim Stehen. Egal. Aber es werden hier auch auf jeden Fall schon Eisenbarren angeliefert. Und 60 Stück immerhin in den letzten 30 Tagen. Und wir kriegen 600 pro. Und das ist schon natürlich richtig viel Geld. Gut, aber Geld ist jetzt ein Problem, das wir gerade haben, denn wir bräuchten wesentlich mehr. Das heißt, wir werden jetzt mal ganz kurz beschleunigen, die ganze Sache. Ich glaube, das geht so auch. Ja, geht auch über die Tastatur. Wir werden das noch ein bisschen beschleunigen, damit wir ein bisschen an Kohle kommen. Damit wir nämlich hier unsere Millionen zusammenkriegen. Huch, das wollte ich gar nicht. Ich wollte das Geld klicken. So, die Demand increased. Woodbeam Hagenbach akzeptiert jetzt mehr Woodbeams. Also hier Holzbalken, wenn jetzt hier mehr verlangt. Aber gut, das liefern wir eh schon voll. Gut, okay, das geht ganz gut. Wie ist denn hier nicht die Holzproduktion? Das läuft noch ganz gut, ne? Also die beiden Holzmühlen, die sind hier richtig gut in Gange, aber es funktioniert auch ganz gut. Okay. Na, ist okay. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wie sieht es hier unten aus? Der Bedarf wird auch gedeckt. Sehr gut. Und hier mit dem Eisenerz, da ist der Bedarf nicht gedeckt, nehme ich mal an. Genau, da haben wir nämlich bloß halb gedeckt den Bedarf. Da müssten wir wahrscheinlich dann doch nochmal den ein oder anderen Eisenzug hier noch mit drauf geben, aber wir sind jetzt schon an einem Punkt, wo eigentlich zu viel Eisenzüge da unterwegs sind. Und der mit 0,0, der will jetzt da hoch, okay. Also die fahren jetzt schon durchaus merkwürdige Strecken ab, um ans Ziel zu kommen. Das gefällt mir so noch nicht unbedingt, aber da müssen wir vielleicht früher oder später noch ein bisschen optimieren. Spätestens, wenn wir hier diese Region dazu kaufen, müssen wir optimieren. So, ich habe 720.000 Kredit aufgenommen für die ganzen Ausbauten mit dem Eisen und mit der Forschung und mit dem zusätzlichen Zug. Eieiei, das ist ja gar nicht mal so billig. Obwohl ich sagen muss, dass ich den Zug vielleicht verlängern werde. Den auf 8, auch auf 6 Waggons machen. Damit er hier ein bisschen mehr herbringt. Eisenerz. Denn momentan ist wirklich so, naja gut, ne, Eisenbarren, na, es hält sich noch. Wir stellen, glaube ich, weniger Eisenbarren her, als wir abliefern könnten. Momentan. Vielleicht muss man wirklich mit Handelszentren arbeiten, dass man ein großes Handelszentrum sich selber baut, wo man die Rohstoffe hinbringt und von denen man, also man hätte jetzt hier quasi in der Mitte ein Handelszentrum machen können und wo dann alles immer befahren wird. Achso, hier oben, das haben wir, ah ja, okay. Das verliere ich mir aus dem Blick. Wenn ich in Gladbach verliere ich mir aus dem Blick. So, repayen mal ein bisschen Geld, damit wir dann mal sehen können, wo wir anlanden beim Geld. Momentan könnten wir eine halbe Million flockig machen. Eine halbe Million reicht uns aber nicht, um dieses Gebiet einzukaufen. Das kostet nämlich 1,05 Millionen. Und das müssen wir jetzt ersparen. Also da müssen wir jetzt wirklich an die Ersparnisse ran. Das Geld muss kommen. Und hier hinten würde ich ehrlich, ich glaube, ich setze hier nochmal einen, so einen Achterzug. Ich weiß aber nicht, ob es dann schon zu viel ist. Also dann müssten wir wahrscheinlich noch mehr Ausweichsgleise machen. Wie kann ich denn das hier dumm verkrummkreuzungen? Ah, okay. Das ist hier vielleicht ein bisschen breit geworden. Also hier müsste man vielleicht länger gerade und dann hier bloß so rein raus. Dann könnte man hier ein bisschen mehr Ausgleich, da ein bisschen mehr Ausgleichsgleis haben. Und könnte dann aber hier in der Mitte noch eins reinsetzen, weil wenn die hier unterwegs sind, das ist ein ganz großes Gebiet, was die blockieren für die anderen. Und wo will er jetzt hin? Er will jetzt nach da unten schon wieder hin oder will er nach oben hin? Das ist die große Frage, wo er hin will, ne? Jetzt fährt er erstmal. So, willst du jetzt hin? Willst du jetzt nach Esens Nord oder willst du jetzt nach München-Gladbach? Auch nach Esens Nord.
Okay, dann kriegen die jetzt zweimal kurz hintereinander das geliefert. Na gut, das stört ja nicht. So. Das ist kleiner geworden? Warte mal, muss ich nochmal durchlesen. Bankkorrupt avoided, regular supply agents for business growth. Nee, wächst. Ah, okay. Also hier haben wir es geschafft, dass das Business, das Kohlegeschäft, dass wir da die Pleite verhindert haben. Okay. Jetzt baut sich doch ganz schön der Verkehr hier. Merkwürdig, merkwürdig, merkwürdig. Ich glaube, wir werden hier doch nochmal ein bisschen umbauen. Also dann werden wir jetzt hier diese Y-Trasse umbauen müssen und das aber im Pausenmodus. Das ist ganz wichtig, dass wir das in der Pause machen, damit sonst hier nichts Sinnloses passiert. Es ist jetzt momentan so, dass die beiden Züge wirklich direkt hintereinander fahren. Also immer wirklich die gleichen Bahnhöfe anfahren. So hat sich das jetzt eingependelt. Das finde ich gar nicht mehr so gut. So, wir hauen jetzt mal die Pause rein. Und werden hier nochmal... das Stück lassen wir so, aber hier werden wir auf jeden Fall nochmal... Ja, ja, das ist mir klar, dass du jetzt dein Ziel nicht finden kannst. Das wird aber sich gleich ändern. So, wir werden jetzt dieses Gleis jetzt hier erstmal so weit verlängern, dass wir hier oben drauf sind. So. Und dann werden wir von hier da reingehen. Und dann werden wir von hier... Nee, nee. Na gut. Will er nicht. Von hier da reingehen. So. Sehr gut, weil dann können wir nämlich durchaus ein Ausweichgleis machen. Heißt aber, dass wir hier auch ein bisschen... Na gut, wir gucken mal, ob er das automatisch dahin hin verfriemelt. Nee, macht er nicht. Ja, das ist doof jetzt hier. Hier kommen wir denn nicht wieder rein wegen dem wenigen Behuckelten. Ah, ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Dann müssen wir das ein bisschen größer machen hier. Joa, ich weiß. Natürlich teuer wie Sau, aber geht nicht anders. Wir schmeißen schon wieder Geld sinnlos raus, ne? Naja. War daneben gebaut. So, jetzt können wir hier nämlich ganz herkömmlich rausgehen und können dann da dran gehen. So. Wieso macht er denn sowas jetzt hier? Warte. So. Ach. Was hat er denn da wieder gebaut? So. Oh, sieht das gut aus. Und dann können wir hier auch sozusagen Signale setzen und dann haben wir eine ganz klein wenig den Ausgleich. Für die Züge geschafft. Und können hier das Ausgleichsgleis etwas länger machen. Somit ist dann... Kurz, also ist das hier erstmal noch getrennt voneinander. Das heißt also hier hinten, der muss nicht warten, wenn er dahin will, wenn hier oben was fährt, was vorher ja der Fall war. Und dann machen wir das hier noch ein bisschen länger hier. So. Sehr schön. Und dann machen wir das hier noch ein bisschen länger. Kann ich das von hier raus? Das geht nicht. Okay, aber ich kann es von hier aus, ne? Von hier aus rauslegen und dann da dran gehen. So, dann machen wir hier mal das weg. Das weg. Das weg. Das Stück raus hier. So. Dann sollte sich da hoffentlich ein etwas besseres Fahren aneignen, beziehungsweise sollte ein bisschen genauer und ein bisschen besser fahren. So. So, schön. So, jetzt können wir wieder Gas geben. Jetzt müsste alles wieder was finden hier. Die ganzen beiden Nachrichten, die können wir jetzt erstmal... ja, genau. Und dann fährt er nämlich hier schon bis da rein. Und wenn der jetzt hier oben reinfährt, dann kann der auch hinterherfahren und kann dann dort auch schon weiterfahren. Und somit ist dann ein bisschen mehr Strecke frei. Jetzt sind sie alle drei hintereinander. Das ist natürlich auch sehr interessant. So. Dann würde ich sagen, kopieren wir trotzdem nochmal einmal den Zug hier.
Ach, da haben wir nicht genügend Geld für. Dass wir dann noch ein bisschen mehr Eisenerz durch die Gegend fahren. Ah, jetzt nehmen wir schon wieder Kredit auf. Mein Quark. City Celebrating, Hagenbach Settlements Receive City Status. Hagenbach ist jetzt City? Oh Gott. So. Bitteschön, einmal nochmal rausfahren. Einen neuen Zug nochmal drauf. Und jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, was heißt denn das, wenn jetzt der Hagenbach City Status. 1000 Einwohner sind da. Was? Wie haben wir das geschafft? Wow, sehr schön. Hagenbach hat City-Status. Also, ich weiß nicht, ob es danach noch kommt, ob dann Big City kommt oder sowas. Growth Speed ist high. Demands, da wird ja dann irgendwann ein neues Verkaufteil kommen. Gut, hier sinken die Preise, da steigt der Preis, aber hier sind wir auf jeden Fall noch dabei. Required Population ist 1111. Dann werden die Demands-Limits wieder angehoben. Last 30 Tage, 5 neue Gebäude, Buildings, Remove 3, Population increased 40, Cargo delivered, Earned Money, also wir machen richtig Geld hier. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie der neue Zug sich eingleist hier, weil das könnte sein, dass der jetzt natürlich, das müsste der neue sein, ne? Der müsste jetzt erstmal da nach Ort fahren, genau, und die beiden, die sind jetzt hintereinander, aber nicht mehr ganz so nah hintereinander, glaube ich, die anderen beiden Achter. Ach doch, die sind noch richtig nah hintereinander. Naja, gut, egal. Dann habe ich gerade jetzt angeliefert. Und das sollte jetzt aber auch. Was ist denn der neue Zug? Ist das Zug 4? Das ist Zug 4, das ist der neue Zug. Okay. So. Okay, der fährt jetzt erstmal hier rein. Dann muss der warten. Der fährt schon runter, der war schon einmal hier. Dann sind sie ja alle drei hintereinander. Naja, gut, okay. Das ist natürlich jetzt sehr interessant. Aber es funktioniert noch. Es funktioniert noch, unser System. Und den Zug, den werden wir jetzt, wenn er dann drinne war im Bahnhof und das abgeladen hat, werden wir den mal reinrufen und werden dem einfach auch noch zwei weitere Anhänger geben. Kommen wir ins Depot. Jetzt steht er da natürlich eine Weile rum. Dem werden wir noch zwei weitere Anhänger hinten dran hängen, zum Geld verdienen und dann werden wir den wieder losschicken. Hier, konfiguriere. Anhänger dranhängen. Ah, jetzt hier. Nee, die neuen Cargos haben wir noch nicht, ne? Das haben wir noch nicht. Wir haben aber schon die neuen Loks. Oh. Ah, okay. Aber wir nehmen. Also was boxt Car? Was kann der? Ach, der kann die ganzen anderen Sachen. Aber kein. Nee. Iron Plates. Iron Parts, nicht Plates. Glass Pane. Ah, okay. Gut, wir nehmen den dazu. Und noch einen davon zu. Und. Dann fahren wir los. So. Gut, dann ist der jetzt nämlich hier auch noch drauf auf der Strecke und dann liefert er hier in Esens West etwas mehr Eisenerz ab. Wie wir nämlich sehen, das ist hier wirklich momentan ist das auf dem abnehmenden Ast hier. Also mit unseren, wir produzieren zu wenig Eisenerz. Also ich denke, also ich will aber nicht noch einen kopieren dafür für Esens West, weil noch ein Zug mehr hier drauf, dann wird es wirklich langsam kritisch mit unseren Ausweichgleisen. Entstehen unsere Züge mehr, als dass sie fahren. Und das wollen wir ja eigentlich nicht. So, jetzt hat er hier so ein bisschen was abgeladen. Okay, der nimmt sich natürlich hier auch einmal raus komplett. Not enough resources. Aber es ist bald durch hier. Was macht ihr überhaupt jetzt? Gasolan Engines. Achso, da kriegen wir die neuen LKWs, genau. So. Gott, hier ist doch richtig was los auf unseren Gleisen. Schön. Das begeistert mich ja irgendwie dann doch ganz schön. So, dann wollen wir hier mal erst mal ein bisschen was repainen. Okay, und jetzt haben wir ein Problem mit unseren Gleisen. Du kannst jetzt nicht dahin fahren. Ist jetzt ja wirklich wieder die Gleise. Ne, das ist doch genauso lang wie alle anderen Züge. Oder ist das eine andere Lok, ne? Könnte ein bisschen länger sein. Könnte ein bisschen länger sein und steht hier noch auf der Dings. Ah, das ist natürlich sehr schade. Na gut, dann bauen wir jetzt ganz schnell da erstmal einen Ausweichgleis ran. Pause machen, nicht, dass es hier noch mehr Zeit kostet. Will ja wieder rein, aber. Nee. Geht nicht. Moment. Das war schon mal nicht gut. Wir müssen einen größeren Kreis bauen. Damit wir da wieder sauber reinkommen.
Komme ich denn da nicht wieder da an, wo ich losgefahren bin? Was ist denn das für ein Quatsch? Da komme ich an. Was ist denn das für ein Blödsinn? Hallo? So, jetzt findet er, jetzt kann er da im Kreis fahren. Es ist wahrscheinlich dann doch zu nah dran hier. Das müssen wir mal noch modernisieren dann. Beziehungsweise, wenn er denn drin ist, dann werden wir doch die Lok austauschen, damit er die kürzere Lok kriegt. Dann gucken wir mal, ob das dann immer noch so ist. So, und hier steht trotzdem alles. Warum stehen die jetzt hier alle? Das Stück ist zu kurz. Ah. Oh, schade, 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 Limonade. Also hier haben wir jetzt ein richtiges Problem. Okay. Du gehst jetzt erstmal in Richtung Depot. Damit ich dich jetzt erstmal hier rausziehe. Na? Achso, ich muss das Depot natürlich rauswählen. Quatsch. So. Eieieiei. Das ist zu kurz, das Ausgleichsstück hier. So, gut. Dann pausieren wir das jetzt einmal. Und dann müssen wir jetzt hier. Da müssen wir wirklich gucken, dass wir das. Shit. Dass wir das besser hinkriegen. Länger hinkriegen vor allen Dingen. Das wird gar nicht mal so einfach. Hier reicht es gerade so aus, ne? Das wird gar nicht mal so einfach. Eieiei. Okay, also wieder Umbaumaßnahmen. Wir kommen immer weiter weg von unserem. Ja, ja, ich weiß, dass du jetzt da keine Destination hast. Ja, da ist ein Zug drauf. Ja, das ist mir auch klar. Mal runter da Zug. So. Gut. Wir müssen dann mal gucken, dass wir das hier schöner gerade hinkriegen. So. Was war das denn? Nein. Oh. Wo haben wir denn Kringel hin? Das sollte ja nun wirklich gar nicht passieren. Müssen wir hier mal rausgehen aus dem Gleis und versuchen, dass wir da oben dran kommen jetzt. Hier nicht. Hier auch nicht. Hier wird es auch nichts. Eieiei. Okay, jetzt haben wir uns hier ganz schön verbaut und verbaut auch. Muss man wirklich sagen, das ist nicht so schön. Huch, das hat mich jetzt noch mehr irritiert. Wir müssen hier dann auf eine etwas höhere Ebene gehen. Geht nicht, weil nicht genug Geld, ne? Mann. Ich krieg's nicht hin. Ich bekomm's einfach nicht hin. Dass ich genügend Geld für alles zusammen habe. Naja, gut, okay. So, dann erstmal da wieder hin. Und das muss dann hier rein. Das hier. Hier rein. So, und dann kann das hier. Länger werden. So, dann müsste das jetzt. Ist das jetzt lang genug? Auf jeden Fall länger. Aber lang genug würde ich auch noch nicht unbedingt behaupten. Aber ja, gut. Wir gucken es uns an. Signale. Wir gucken es uns an, ob das lang genug ist, das Signal. Der Weg dazwischen? Nein. Ist minimal zu kurz, okay. Fahr mal raus. Wir müssen das hier oben noch ein bisschen verlängern. Gut. Okay. Ja, viel kürzer kommen wir da aber nicht. Oder viel weiter, ne?
Da kann ich raus. Oh, hey, was ist denn das wieder? Macht er das? Macht er das jetzt so weit? Das ist doch Quark. So, jetzt muss ich denn die Dinge hier rausreißen. So. Dann gucken wir jetzt mal, ob es jetzt lang genug ist. Irgendwie sieht es nicht aus, als wenn es länger geworden wäre, ne? Nochmal Signale setzen. Sieht nicht so aus, als wenn es lang genug wäre für unseren Zug. Müssen wir mal gucken, wenn er da durchfährt. So. Kannst du ja mal wieder losfahren hier. Baut sich jetzt erstmal alles hier. Esens Nord möchte jetzt mehr Kohle haben. Oder Esens möchte mehr Kohle haben. Ja, das sind denn so die Probleme, die man sich hier reinbaut. Also ich könnte versuchen, das hier doch noch ein bisschen flacher hinzukriegen. Also hier so ein bisschen was gewinnen. Fahren wir da durch. Gucken wir mal. Boah, das ist ganz, ganz knapp. Also es könnte jetzt gerade so ausreichen, aber es ist wirklich ganz, ganz knapp. So, und der fährt hier hinten außen rum. Die drehen jetzt alle da hinten. Naja, ist ja nicht weiter schlimm, können sie ja machen. Sehe ich erstmal nicht jetzt so schlimm an. So, was haben wir denn hier noch? Business, Stone, oh. Wollen wir mal Geld wieder reinstecken. Das ist das Nächste, wo ich muss unbedingt an die Steine drankommen. Ich will da ja unbedingt drankommen, aber ich gebe mein Geld andauernd für andere Sachen aus. Das ist nicht gut. So. Und jetzt steht hier alles. Das ist echt ein Zug zu viel auf der Strecke, ne? So, der könnte jetzt nicht da, der kann da nicht reinfahren. Der kann hier nicht reinfahren. Ja. Geh du mal ins Depot. Also drei Züge gehen gerade so mit der... Ein vierter Zug ist wirklich einer zu viel. Shit. Da müssen wir uns mal Gedanken drüber machen, wie wir das hinkriegen. Also erstens müssen wir die vielleicht ein bisschen voneinander trennen, aber sie werden sowieso wieder irgendwann aufeinander laufen. Das ist eigentlich so sicher wie das Amen in der Kirche, aber... Gut, okay. Da haben wir noch ein Problem, was wir lösen müssen in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Dass wir das hinkriegen, denke ich mir mal, sollte eigentlich kein Problem sein. Das müssten wir eigentlich durchkriegen, dass wir das dann repariert kriegen an der Stelle oder an den Stellen, wo es denn sein muss. Dass die Züge dann da lang fahren. Aber wir brauchen für den vierten Zug eindeutig eine Verkettung von Signalen. Ne? Also es muss sozusagen sein, dass dieses Signal auf dieses hört. Ich weiß aber nicht, wie man das hier, also dass man da Präsignale am Ende macht, damit die quasi ein Signal weiter gucken, aber dann stehen sie wieder zu viel. Und deswegen hier diese Brücke drin, das ist schon ganz gut. Aber vielleicht war es auch nicht schlecht, dass die hier hinten immer irgendwo mal dann lange warten mussten. Na gut, wir lassen es erstmal mit drei Zügen laufen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich mache mir mal Gedanken. Ich will jetzt die Millionen voll kriegen, damit ich endlich dieses neue Gebiet kaufen kann. Damit wir das auch mal sehen, wie das funktioniert. Und da sind wir 270.000 von entfernt, das hinzukriegen. Und das sollte dann hoffentlich in den nächsten 60 Ingame-Tagen erspielt sein. Bis denn. Tschüss.